Herzlich willkommen auf dem Kanal Die Frau fürs Leben finden. Mein Name ist Jeroen Schipper und genau dabei helfe ich dir. Dieses Video wird ein etwas längeres Video, weil ich gehe auf wirklich viele, ja, Gründe ein, weshalb du Single bist. Also sei gespannt. Es gibt da nämlich ja erstmal interne Faktoren und externe Faktoren. Ja, der interne Faktor, weshalb du Single bist, bist du selber. Ja, du solltest immer die Verantwortung bei dir selber suchen, aber es gibt auch noch einige externe Faktoren, die wahrscheinlich auch dafür gesorgt haben, dass du jetzt in der Situation dich befindest, in der du gerade bist. Also fangen wir doch mal an. Erster Punkt ist ja, wer ist schuld daran, dass du Single bist? Du selbst. Ja, es kann sein, dass du ja nicht weißt, dass man auf Frauen zugehen kann im Alltag. Es kann sein, dass du nicht weißt, wie du richtig Online-Dating machst, und es kann auch einfach sein, dass ja, du da denkst, okay, ich brauche da nichts für machen, ja, ich lasse mich finden, dass du der Meinung bist, dass du auf den Zufall hoffen musst. Ja, das sind alles so Mindset-Probleme, die du ja vielleicht hast und ja, die dich dann einfach blockieren. Ja, oder du hast vielleicht das Mindset, ja, Frauen ansprechen, das ist irgendwie komisch oder so. Ja, und diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Mindsets, ja, so, ach, bei der Liebe braucht man nicht nachhelfen, die halten dich davon ab, wirklich was zu tun. Ja, diese Glaubenssätze halten dich davon ab, die Partnerin zu finden, die du ja auch wirklich letzten Endes zu dir passt. So, das war jetzt mal der interne Faktor. Ja, jetzt kommen die externen Faktoren. Welche gibt es da? Ja, wir fangen mal mit den Medien an. Ja, du kennst es vielleicht in den Blockbuster-Filmen. Ja, da geht es ja immer um Romantik und ja, wir Menschen, also. Ja, sagen wir mal, die Menschen, die wir haben, unsere Idee von Romantik aus Filmen. Ja, dann frag dich selber mal, was für dich denn jetzt eigentlich Romantik ist. Ja, was ist denn für dich romantisch? Wenn du ja Arm in Arm mit deiner Liebsten durch den Sonnenuntergang läufst, ja, wenn die Frau ihn verlassen hat und der Mann, der rennt dir hinterher, um sie wieder zu gewinnen, und dann schaffen sie es irgendwie zusammen. Ja, das ist so diese Romantik, die du wahrscheinlich aus den Hollywood-Filmen kennst. Ja. Dass der Mann ihr ganz lange den Hof macht und die Frau, ja, sie weiß nicht so recht, und dann irgendwie kommen sie dann letzten Endes doch noch zusammen. Ja, und vielleicht denkst du dann, dass es bei deinem Liebesleben ähnlich laufen muss, ja, dass es irgendwie romantisch sein muss, dass ihr euch perfekt kennenlernen müsst, ja, erst fünf, sechs Dates haben müsst, bevor ihr im Bett landet. Aber mein Lieber, die Realität sieht ganz anders aus. Ja, die Realität sieht so aus, dass du ja in der Stadt flirten gehen kannst und noch am selben Tag mit der Frau, die du ansprichst, ins Bett gehen kannst, dich gut mit ihr verstehst, ja, und dann vielleicht sogar mit ihr zusammenkommst. Wo ist da die Romantik, ja? So gesehen. Deswegen, das Romantische, man sagt auch, Männer sind romantischer als Frauen, weil Frauen, ja, denen geht es gar nicht so wirklich um diese Romantik. Frauen sind da eher rationaler, was die Liebe angeht. Ja, Frauen ist eher so, ja, okay, können da mich ein bisschen versorgen. Also jetzt mal ganz altmodisch betrachtet, ja. Ja, wie lebt er sein Leben und so weiter und so fort. Und Männer, also hängen öfters immer länger an Frauen als andersrum. Ja, vielleicht kennst du es, vielleicht haben die Frauen verlassen und du warst sehr lange hier noch hinterhergehangen. Aber die Frau, die war schon längst über alle Berge. Ja? Das heißt also, wir Männer, wir sind eigentlich das romantischere Geschlecht. Ja, und auch diese Filmromantik, diese Vorstellung, die du hast, leg dir einfach mal ab und betrachte das Ganze einfach mal völlig nüchtern. Und ja, das wird dir auch weiterhelfen. Nächster Punkt ist deine Erziehung. Ja? Und das geht damit einher, dass du wahrscheinlich von deiner Mutter größtenteils großgezogen wurdest, ja, der Vater, der ging raus, der ging arbeiten, der Vater hat das Geld besorgt. Und ja, wir meisten Männer, wir werden eben von Frauen erzogen. Ja, das geht dann im Kindergarten weiter, du hast weibliche Erzieherin, es geht in der Schule weiter. Ja, auch viele Lehrerinnen sind eben, also Lehrer sind eben weiblich. Ja, und das heißt, dir fehlt so ein bisschen irgendwie, ja, so mal so ein männliches Vorbild. Ja, so, ja, dir fehlt irgendwie so ein bisschen so ein männliches Vorbild, das einfach mal dir zeigt im Prinzip, wie du jetzt ja, mit Frauen umgehen kannst, ja, wie du Frauen einfach ganz entspannt kennenlernst, ja. Weil ja, eine Frau würde das wohl kaum irgendwie beibringen. Also ja, und ja, so sind wir eben konditioniert.
Wir wurden halt die ganze Zeit von Frauen erzogen. Ja, die Schule ist sowieso nicht gut für uns, sagen wir mal, für uns Jungs. Ja, weil Männer, wir haben immer so einen Freiheitsdrang. Wir wollen Sachen machen. Wir wollen eigentlich nichts auswendig lernen. Denn wir wollen Abenteuer erleben. Und die Schule ist für Jungs nicht gemacht. Deswegen haben Frauen tendenziell auch bessere Noten in der Schule. Ja, weil sie, sagen wir mal, lieber irgendwelche Sachen auswendig lernen, anstatt jetzt irgendwie rausgehen und ein nächstes Abenteuer erleben. Nächster Punkt ist der Feminismus. Vielleicht kennst du es ja. Also finde ich immer ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn ich das auch bei ja, anderen Kollegen verfolge. Und Feminismus, klar, Frauenrechte ist alles schön und gut. Gleichberechtigung, ja, der Pay Gap ist eine Sache. Aber wenn es dann zu extrem wird, sagen wir mal, ja, der spricht ja Frauen an, boah, das darf man nicht. Und ja, man darf Frauen nicht mehr necken oder so und so weiter und so fort, weil es ja dann irgendwie sexistisch wäre oder du darfst die Frauen nicht mehr die Tür aufhalten, auch weil das du dann auf einmal totaler Sexist bist und es dann nichts verstanden hast. Ja, da müssen wir uns einfach mal fragen, wo die ganze ja, Feminismusbewegung schiefgelaufen ist. Und ja, vielleicht, du kennst ja auch dieses MeToo, ja, dieses von wegen der sexuellen Belästigung. Klar, es gibt Belästigung. Gar keine Frage, verurteile ich auch. Also ja, soll es natürlich niemals irgendeine Person in irgendeiner Weise belästigen, das ist klar. Aber ja, es kann sein, dass sich das dann auch eben verunsichert, ja, wenn du solche Sachen in den Medien hörst, ja, dass es da irgendwelche Aufschreie gibt und du denkst, okay, darf man jetzt keine Frauen mehr ansprechen? Also, ne, darf man das überhaupt? Was ist, wenn sie dann irgendwie Hilfe schreien oder was weiß ich, ja? Und das alles hindert dich eben, ja, sagen wir mal, ganz entspannt und locker, völlig selbstverständlich, ja, eine Frau im Alltag zum Beispiel anzusprechen. Und wenn du jetzt noch Hilfe dabei benötigst, wenn du Unterstützung dabei brauchst, jemand, der dich an der Hand nimmt, einfach mal, dass du auch zügig, ja, die Frau fürs Leben findest und dann nicht mehr Jahre und Jahre verschwendest mit deiner Zeit, dann bewerb dich auf ein kostenloses Erstgespräch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.